Und hier haben wir den nächsten Teil, 360 Grad unterwegs. Beim Casas Pepe sind wir jetzt oberhalb der Anlage Santa Ana. Ja, wir gehen hier noch ein Stückchen den Weg entlang. Die begehrtesten Apartments hier auf der linken Seite, zum Beispiel das Bellevue, auch was jetzt hier kommt. Eine sehr beliebte Anlage. Am Bellevue hier vorbei. Ja, die beliebtesten Apartmentanlagen hier direkt oberhalb von den Dünen vom Strand. So, das ist gemütlicher Spaziergang jetzt. Man muss ja nicht so viel erzählen. Das ist die Realität. So sieht das hier aus. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs, schiebenderweise. Und ihr seht, ob das vielleicht was ist für euch, das nächste Mal Playa de Ingles oder ob es Mas Palomas ist oder Meloneras. Hier ist für jeden was dabei und hier kann man dann noch zum Strand runtergehen und kann zum Beispiel bis nach Bahia Feliz laufen und mit dem Bus wieder zurückfahren. Also Möglichkeiten habt ihr hier alle. Ja, morgen möchte ich mal wieder runter zum Anexo Dos. Zu dem Strand, der hier rechts von uns liegt. Ich habe gestern Gäste gehabt. Die waren nur in Mas Palomas, haben noch nicht einmal Playa de Ingles besucht. Kennen also nur Mas Palomas gut, die waren dreimal auf der Insel und haben gesagt oder mich gefragt, ob es sich denn lohnt, nach Playa zu gehen, zu fahren. Ja, was soll ich sagen? Schaut selber, ob das was ist für euch. Es ist. Ja! Hallo? Hallo, wir verfolgen dich. Gut. Und jetzt aus Zufall. Ja. Wollt ihr hier parken? Nee, nee, nein, wir suchen noch was. Alles klar. Ja, ja, nee, wir sehen dich immer, wenn wir zu Hause sind. Okay. Ihr seid jetzt auch mit dabei. Ach, super. 360 Grad. 360 Grad Kamera, ja. Jawohl. Ja, super. Alles klar, macht's gut. Ja, auch so. Schönen Urlaub. Ja. Tschüss. Also, danke. Bis bald. Ciao. Ciao. So, so sieht's aus, so geht's. Ja, mittendrin statt nur dabei.
Ja, hier das Hotel umstritten, nein. Aber das frühere Apollo, das Bohemia mit dem 360-Grad-Restaurant. Ja, der Bus muss sich hier ganz schön durchzügeln. Also zu dem Hotel sage ich nichts. Es gibt da einen Bericht darüber, wie man uns da bedient hat, und das reicht mir. Also ganz einfach abhaken. Okay, ohne Kommentar. Wir fahren hier an der La Sandia vorbei. Ja, und heute freue ich mich natürlich auf das Wiedersehen mit Lucky und Tine. Wir fahren jetzt Richtung Jumbo Center. Ja, und damit möchte ich dann auch die Realität für heute beenden. Und sage, ja, bis zum nächsten Mal. Plan B könnt ihr bestellen bei der Antje und den Kalender auch. Denk mal nach, Weihnachtsgeschenk. Wenn jemand da was Passendes sucht, vielleicht ist das die passende Geschenkidee, denn diese Sachen sind, ja, ich sag mal, nicht irgendwo anders käuflich erwerbbar oder kann man sie herbekommen, sondern eigentlich nur hier bei mir, bei der Antje oder im Organic Food. So, verabschieden möchte ich mich dann da vorne am Aussichtspunkt. Jetzt sage ich erstmal hasta luego. So, wir sind immer noch unterwegs, 360 Grad. Und ich hoffe mal, dass der Wind uns nicht so ein arges Bein stellt. So, wir fahren jetzt Richtung Mirador de Maspalomas, den Aussichtspunkt, an dem wir ja vorhin kurz gehalten haben. Ja, so eine kleine Abkürzung gönne ich mir. Wenn jemand kommt, halte ich natürlich an. Aber ich muss hier nicht die große Kurve fahren.
So, jetzt sind wir am Aussichtspunkt am Mirador und ich sage jetzt tschüss 360. Das war die Realität und ein bisschen mehr. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Einfach mehr sehen. 360 Grad. Hasta luego.